Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Naruto Ultimate Ninja Storm. Im letzten Part haben wir ein paar freie Missionen gemacht, da wir die Tsunade-Suche abgeschlossen haben. Und jetzt kommt die Sasuke-Suche, oder? Sasuke-Suche? Oder Sasuke-Flucht? Nee. Sasuke-Jagd! Ah, okay. Und ich habe 355 Missions-EP. Ich weiß gar nicht, ich glaube im letzten Part habe ich gesagt, ich mache hier Mission, also Story-Mission. Werde ich aber nicht machen. Ich werde jetzt mit den A-Missionen beginnen. Und mal gucken, was das hier ist. Ein grotesker Kampf um Snacks. Ah, da ging es glaube ich um Shui und um Akamaru. Ah, Pakun war es. Shui und Pakun kämpfen ums Snacks. Shui meint, er könnte Verstärkung brauchen. Fange, ja, okay. Ist wieder hier so ein Rennen. Also durch die Bäume hüpfen. Okay. Fünfmal Gegenmittel-Elixier. Ja, wer es braucht. Ich brauch's zwar nicht so unbedingt, aber gut. Dem lieben Shui helfe ich doch gerne. Und ich sag nicht Choji. Nein, sage ich nicht. Mm-mm. Ah, hier sehe ich gerade mal was. Da sind zwei Sachen drin, die kann ich ja gerade mal holen. Ich habe jetzt das Rasengan. La. So, und da hätten wir einmal eine Schatztruhe und hier wieder Drogen. Ich hätte wieder weißes Pulver sagen sollen. Das hätte auch wieder gepasst, weil es ist Reis. So, was haben wir hier drin? Hirayas Ninja-Handbuch. Rasengan! Oh Gott! Ja. Gut, da sind sie ja schon, die zwei Pappnasen, die Snacks haben wollen. Hey Shui, du hast wohl Probleme mit Pakun, wie? Naruto, ich muss ihn fangen, bevor er all meine Snacks isst. Ich ihn fangen? Spielt ihr Jungs fangen? Ja, und mit meinen blitzschnellen Beinen bin ich nicht zu fangen. Ja, du verstehst, blitzschnelle Beine. Snacks oder keine Snacks, das Spiel hört sich nach Spaß an. Hey Pakun, wie wäre es, wenn ich Shuis Platz einnehme? Aber klar doch, wenn du dich blamieren willst, niemand kann mich fangen. Ja, das glaubst du, ne? Ein heftiger, aber merkwürdiger Kampf um Snacks. Die Verfolgungsjagd von Pakun und Naruto. Eine A-Mission, wow. Aber wenn du versagst, nehme ich mir mehr Snacks von diesem Kind. Shui ist voll das Kind. Das wirst du nicht, ich werde nicht versagen. Sicher wirst du das nicht, Naruto. Ich vertraue dir. Alles klar, legen wir los. Let's go. Ja, kenn ich schon. Los. Voll weggecrashed hier. Und mir ist aufgefallen, ich kann ja mit... Ups. Ich kann mit dem linken Stick nach vorne drücken. Jetzt habe ich es, glaube ich, versaut. Und mit dem Pfeiltasten lenken. Das macht es ein bisschen einfacher, als alles mit dem Stick zu machen. Weil wenn man nach vorne drückt, kann man nicht mehr so gut nach links und rechts lenken. Ja, ich glaube, ich habe es versaut. Wobei, den kriege ich noch. Oh, der scheißt einem wieder ins Gesicht. Fast wie Akamaru. Das kann ich gar nicht leiden. Was? Wohin springt er denn? Oh, scheiße. Ich glaube, das ist versaut. Verhauen ist das. Ist eine vertane Chance. Wobei, Pakun ist nicht der Schnellste. Ja. Hab dich. Wuhu. Aber ganz ehrlich, eine A-Mission... Das ist schon ein bisschen übertrieben. 21 oder 27 Punkte. Egal. Ah ja. Ja, Sieg. Uhu. Ich wusste, du schaffst es, Naruto. Naruto holt die Snacks zurück. Oh, ich bin so glücklich. Willkommen zu Hause, liebe Snacks. Problem gelöst. Meister Naruto hat zugeschlagen. Ich hätte nie gedacht, dass er mich fängt. Das Kind ist eine Überraschung. Hm.
Ja, er ist ja auch nicht umsonst der Überraschungsninja Nummer Uno. Ne? So wird er ja von hier Kakashi genannt. Und irgendwie ist er immer für eine Überraschung gut. Also ich meine, so viel Scheiße kann doch nur er schaffen. Und keiner rechnet damit. Voll die Überraschung. Als nächstes. Wie viele? Wir brauchen insgesamt 500, um die vollständige Sasuke-Flucht abzuschließen. Schon wieder zu nahe der Suche. Mensch. Deswegen geht's gleich weiter mit Streben nach höheren Zielen. Kakashi hat Team 7 zu Bewertungen zusammengerufen. Aber was bewertet er? Mitglieder von Team 7 geht zu Kakashi. Ja, ich lese gerade wieder ein bisschen Scheiße vor. Sasuke und Sakura erstmal Baum klettern. Ach du Scheiße. Und dann noch gegen Kakashi kämpfen. Jawohl. Dafür gibt's die Schnellrennpille. Immerhin, dann kann ich schnell rennen. Und ich wollte schon immer schnell rennen. Mit der Schnellrennpille. Wo ist es denn? Ach so, ja. Also wenn jetzt noch jemand nicht weggeschaltet hat, dann ist er schon ziemlich hart im Nehmen. Hehe, ich bin genau richtig gegangen. Denn... Moment. Da oben. Mei, oh mei. Die haben das auch versteckt, ganz da oben. Na egal, komm, keine Zeit mehr verschwenden. Ich bin Super Naruto. Ja. Erstmal gegen die Wand springen. Ach genau, hier sind die drei. Hallo. Ich spreche nicht mit hier Patrick, sondern mit ich bin Sasuke. Da kommt er. Gut, jetzt sind wir alle da. Fangen wir an. Oh, das war aber lang, der Text hier. Team 7 sammelt sich. Versuche noch größere Schwierigkeiten zu überwinden. Ich habe euch heute alle zusammengerufen, um eure aktuellen Stärkestufen zu ermitteln. Aktuelle Stärkestufen? Richtig, das hilft, eure Trainingsprogramme zu planen und euch der jeweiligen richtigen Mission zuzuordnen. Der jeweils richtigen Missionsstufe zuzuordnen. Tut mir echt leid, dass ich so komisch vorlese. Wirklich. Ich verstehe. In diesem Fall gehe ich aufs Ganze. Werd endlich erwachsen. Du gehst immer aufs Ganze. Deshalb machst du auch immer Fehler. Patrick. Mensch, Sakura. Kein Grund, so eklig zu werden. Aufs Ganze gehen hin oder her. Ich will nur sehen, wie gut ihr mit euren Fertigkeiten umgehen könnt. In Ordnung. Na, los jetzt. Zeigen wir es ihm, Sasuke. Sieht so aus, als ob ihr bereit wärt. Gut, fangen wir an. Im Übrigen, ich hoffe, das wird das letzte Mal sein, dass ich Baum klettern muss. Weil ich hasse es. Ich hab's euch ja schon oft genug gesagt. Meiner. Hehe. Oh nein, ich hasse dich, Sasuke. Ja, ich kann nicht viel erzählen. Ich gehe aufs Ganze. Der kriegt mich nicht. Hä? Der kriegt mich ja echt nicht. Sasuke, gib dir doch mal mehr. Alter, man kann es auch übertreiben, ne? Ja, genau, das meine ich. So einen Scheiß. Ich habe es zwar noch nicht gesagt, aber ich habe es immer gedacht. Da gibt es diesen blöden Bug, dass wenn man gegen einen Baum rennt und hinter einem steht halt auch ein Baum, dann fliegt man durch den danach sofort auch noch durch. Das war gerade so mit der
Mit der Kugel und dem Baum. Alter, wie viele Bäume! Ey, übertreib! Das wird knapp, ey. Ja, wobei... Ich hasse es. Ich hasse Baumklettern. Aber ich hab's geschafft. Und deshalb... Uhu! Yeah, baby! Ja, wir haben es geschafft. Na gut, ich werde euch wohl bestehen lassen müssen. Ja. Nachdem du jetzt weißt, was wir können, kannst du uns ab sofort wirklich coole Missionen zuweisen. Oha, wer sagt, dass wir fertig sind? Das war nur eine Aufwärmübung. Der eigentliche Test beginnt jetzt. Was? Hast du etwa gedacht, dass ich euch nur aufgrund eurer Baumkletternfähigkeiten bewerten würde? Na, natürlich nicht. Das wäre zu einfach. Hahaha, bin ich gut. Als nächstes veranstalten wir einen Kampf, eine Simulation, ein Extreme Sparring eines echten Kampfes. Jetzt wird es etwas ernster. Klingt interessant. Wir sind soweit gekommen. Wir werden es jetzt nicht vermasseln, oder? In Ordnung. Sakura. Sasuke, dann mal los! Ich hab erst mal gucken müssen, wer das jetzt spricht. Ladezeit. Wir müssen mit Naruto kämpfen und zwar mit dem Rasengan. Oh yeah. Naruto Rasengan? Ja, keine speziellen Kampfvorgaben. Ich mach fertig. Aua! Mensch, Kakashi! Voll gegriffen. Ja, ich greife sehr gerne. Ob das in Ultimate Ninja Storm 2 auch so gut geht, das sei mal dahingestellt. Und da werde ich es auch nicht im Online-Modus auf jeden Fall nicht so oft verwenden wie hier. Hehe, voll erwischt. Gut, das wollte ich doch. Ja, Naruto, mit Naruto kann man ziemlich nuben, indem man einfach die ganze Zeit Rasengan spammt. So, und ich würde sagen, Ultimate, ne? Aua, Ultimate habe ich gesagt. Man ist zu schnell! Jawohl. Ah, scheiße, ich drück die falschen Knöpfe. Yay. Er hat noch einen Millimeter Leben. Aber gleich ist dieser Millimeter weg. Narutos Ninja-Handbuch, der letzte. Ja, das war der letzte. Ja, schön. Juhu, das ist die Kraft von Team 7 gegen Kakashi. Und der gehört ja eigentlich auch dazu, oder? Es ist der Sensei von Team 7. Egal. Jo, ich würde sagen, das reicht aber auch für diesen Part, oder? Ja, wir haben die Schnellrennpille. Wir haben gewonnen. Wir haben Sensei Kakashi besiegt. Nicht schlecht. Es sieht so aus, als ob sie allmählich begreifen, was ich ihnen erzähle. Nämlich nur Geschichten. Wie bitte? Was denkst du? Wir sind nicht so einfach auseinander zu bekommen, was? Ja, das kannst du glauben. Bedeutet das, dass wir ab jetzt richtig tolle Missionen übernehmen können? Noch nicht. In einigen Bereichen seid ihr immer noch holprig. Das müsst ihr erst ausbügeln. Hä? Ein bisschen holprig? Ganz genau. Was euch fehlt, ist Erfahrung. Erfahrung? Oh, natürlich. Bis vor kurzem waren wir nur Schüler an der Ninja-Akademie. Für eine Mission braucht es mehr als nur Kampffertigkeiten. Es werden Situationen mit unerwarteten Wendungen entstehen. Erfahrung hilft uns, solche Situationen zu meistern. Auf sie verlassen wir uns bei unseren Entscheidungen. Ihr seid nicht ungeschickt, aber jetzt braucht ihr Erfahrung. Ihr müsst Missionen auf niedriger Stufe bewältigen. Aber lasst mich Folgendes sagen. Ihr seid einen langen Weg gegangen. Ich bin wirklich beeindruckt. Ich bin richtig gespannt auf eure Zukunft.
Wirklich? Ich denke, da müssen wir wohl hart weiterarbeiten. Hey, ihr seid leicht zufriedenzustellen, wie immer. Macht weiter so, Naruto, Sasuke und Sakura. Darauf kannst du wetten. Jo, ziemlich langer Dialog jetzt am Ende, weil Kakashi natürlich erstmal loben muss, weil er ja so eine lobpreisende Birne ist. Und ich würde sagen, das reicht für diesen Part. Ich habe es ja schon mal gesagt, gerade eben. Deshalb, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch keinen Daumen, sondern einen Kommentar. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen und auch einen Kommentar. So, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal oder auch nicht. Ciao.